Wie ist die Stimmung 10 Tage für Fragen nach der Wahl? Wie ist die Stimmung in München? Also ich finde sie jetzt sehr, sehr entspannt. Guten Tag. Ist hier mal kurze Spenden? Nein, nein, ich habe eine Organspendeausweis, wenn der schon vorbei ist. Aber das ist jetzt schon. Das ist jetzt auch schon der Vorteil. Ich würde mich wundern, dass die da oben. Also genau das Thema, die da oben. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Wie hat sich Ihr Leben nach der Bundestagswahl geändert? Total. Ich fühle mich freier, unkontrollierter. Ja, ich habe wieder alle meine Bürgerrechte. Alle Ihre Bürgerrechte? Ja, wegen der FDP. Nee, meine Frau hat mich verlassen. Aber schon aus politischen Gründen. So. Lassen Sie mich sagen. Sie haben CDU gewählt, Ihre Frau die SPD, Sie haben die große Koalition gesetzt, ja, hinter Schwarz-Gelb, dann die Vertrauensfrage gestellt. Nee, sie hat mich bei einem spontanen Koalitionsausschuss mit unserer Nachbarin erwischt. Ja, so schnell kann es gehen. Aber kommt jetzt zum Thema der gläserne Bürger. Die Ehefrau, die ohne einen Durchsuchungsbeschluss, die eigene Wohnung oder sogar das heimische Staatsanwaltschaft. Ja, Amt ist dank der FDP jetzt Schluss. Und wir haben da etwas vorbereitet. Kleinen Blick. On New Year's Day, we celebrate. Wunderbar. Oh, Entschuldigung, mein Name tut überhaupt nichts zur Sache. Darf ich etwas fragen? Aber bevor ich frage, müssen Sie das ja anziehen. So. Gut, und was wollen Sie wissen? Tja, ich würde sagen, das darf ich Ihnen sagen, weil Datenschutz. Gut, und soll ich antworten? Am besten Sie schweigen. Gerne. Zu welchem Thema? Ja, ja, sonst. Haben Sie noch mehr Fragen? Weil ich muss mal weiter. Ja, also ich würde Sie auch gerne fragen, wohin Sie noch gehen, aber wissen Sie eigentlich, was mit diesen ganzen Informationen passiert? Sie laden einfach im Internet. Oder können Sie jeder lesen? Andreas Thiel, geboren 2002/1971 in Bern. Kennen Sie mein Geburtstag? Prüfe überhaupt, weil ich meinen Namen. Ja, ich meine, das Datenschutzsystem hat ja echt eine unglaubliche Unverschämtheit. Ja, danke schön. Viel Spaß bei der Gesamtstunde. So, auf jeden Fall, er soll eigentlich auch auf seine Leber achten, weil der war ja gestern im Hof bei uns und hat 4 Hefeweizen getrunken. Ja, kommen wir zum Thema Datenschutz. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber die meisten vergessen, dass wir die Daten erstmal einsammeln müssen, damit wir sie überhaupt beschützen können. Ich meine, die Stellenaussterben, da haben die auch erstmal im Käfig. Klingt doch irgendwie logisch. Entschuldigung, eine kurze Frage. Hätten Sie ganz ehrlich überhaupt nicht, ich bin Nachrichtensprecher, ich muss mir zwischen meinen Mitzwillen, was da alles einfach nicht, ich habe für Sie gar keine Zeit. Ja, wunderbar, schön. Entschuldigung, ich mache gerade eine Umfrage zum Thema Wahlausgang. Hast du einen Eindruck? Ja, schick's bitte. Der Aufschwung kommt, mein Aufwärts ist voll. Ich habe Arbeit. Ja, was sonst denn beruflich? Ich bin Konkursverwalter. Ja, eine Art Umfrage. Und es geht auch ein bisschen Sie sehen auch, dass Sie einen Migrationshintergrund. Nein, der soll längst nicht. Ja, oder dann eben. Wobei, sonst unter meinen türkischen Namen, würde das Thema überhaupt heiß diskutiert. Seit der Wahl, heute bekannte man die ersten Woche an zu mir. Seit 35 sage ich, in Deutschland, immer alles war gut, aber jetzt immer schlimmer. Also wir sehen diese Wahl, Katastrophe, diese FDP. Die FDP sagt ja, Deutschland jetzt nichts braucht innere Sicherheit. Wer will innere Sicherheit, soll Haustüre zusperren. Sowieso in Deutschland innere Sicherheit schon ist kaputt. Ja, sagt Schäuble. Diese Schäuble sagt, niemand weiß, wie viele Ausländer leben in Deutschland, wie viele Deutsche wollen werden ausländische Terroristen. Der Schäuble sagt, Integration nur klappt, wenn Terrorist erst lernt Deutsch und dann baut Bombe. Der Schäuble immer noch nicht hat gemerkt, dass Terrorist nur spricht Arabisch, damit Schäuble nichts versteht. Ja, und darum jetzt Schäuble sagt, er muss überwachen. Alles, Telefon, Computer, Fernsehen, Waschmaschine. Jetzt Schäuble sogar hört auf, Handy, jede Handy. Ich, wenn jetzt kriege Anruf, ich immer sage, hallo, ich spreche nicht Arabisch und baue keine Bombe. Ja, normal, ich brauche gar keine Handy, habe ich nur gekauft wegen Schäuble. Ja, weil Schäuble sagt, wir werden nicht das Handy, er ist rechtfertig. Aber manchmal, ich mache Blödsinn mit Schäuble. Manchmal, ich rufe an einen Freund und sage, hallo Mahmoud, hier ist Ibrahim, Allah ist groß, FC Bayern wird Meister. Ja, aber dann nach 5 Minuten, ich rufe nochmal an und sage, Schäuble, war nur Spaß, hier alles okay. Ja, ich weiß nicht, warum in Deutschland immer alle schimpfen wegen Schäuble. Alle denken, Innenminister ist einfach. Ja, nicht leicht. Ja, jeden Tag um 7 Uhr im Büro und warten, bis Bombe geht hoch. Nun, Schäuble hat gesagt, er nicht nur will machen innere Sicherheit, er auch noch will machen Integration, weil gehört zusammen. Und so Schäuble immer schon hat gesagt, für ihn, alle Menschen sind gleich. Ob Deutsch oder Ausländer. Alles Verbrecher. Ja, aber jetzt FDP sagt, wenn Deutschland unbedingt will überwachen, dann soll lieber machen in Afghanistan. Ja, aber in Afghanistan gibt mehr Selbstmordattentäter als in deutschen U-Bahn. Ja, aber Bundeswehr in Afghanistan auch Katastrophe. Habe ich gesehen, Bericht im Fernsehen über deutsche Soldaten in Afghanistan, haben sie gesagt, 50% deutsche Soldaten dort zu krank oder dick oder trinkt zu viel oder raucht zu viel oder alles. Ja, für Taliban, das ist Provokation. Ja, Taliban sagt doch, wir möchten kämpfen. Deutschland schickt dicke Menschen für Abnehmen.